Dabei hatte im neuen Deutschland doch alles so schön angefangen. Nach der Befreiung durch die ruhmreiche Sowjetarmee war aus dem Heer der Mittäter und Mitläufer ein einig Volk von Antifaschisten geworden. Über Nacht. Und die Freie Deutsche Jugend kannte keine vornehmeren Aufgaben, als Hammer und Zirkel zu schwenken oder lodernde Fackeln zu halten. Ihre Lieblingsfarbe war Blau. Die Wirklichkeit sah anders aus. Sie durfte nur nie gezeigt werden. Bilder wie diese waren Verschlusssache. Neonazis Ost, getarnt als Hooligans, am liebsten randalierten sie bei Stasi-Clubs. Es gab unter anderem 1988 einen Überfall im Treptower Park, wo Naziskinheads massiv auf Ausländer losgingen, wo auch Schwerverletzte festzustellen waren. Also es war schon sehr drastisch. Es gab unter anderem auch Überfälle in Zügen, insbesondere in An- und Abmarsch von Fußballspielen gegenüber Ausländern, Afrikanern, Vietnamesen. Ein Angolaner wurde beispielsweise zu DDR-Zeiten vor Dresden aus dem Zug geworfen. Er konnte nur knapp dem Tode entrinnen. Die Hauptabteilung 20 der Staatssicherheit, zuständig für Regimegegner, führte seit Ausschreitungen gewalttätiger Skinheads 1987 in Ost-Berlin akribisch Buch über alle Bezirke. Kurz vor der Wende waren genau 1001 Nazi-Latze registriert. Weil es die hitlertreuen Kahlköpfe ja eigentlich gar nicht geben durfte, wurden sie für Stasi-Verhältnisse zumeist überaus sanft bearbeitet. Ziel der operativen Personenkontrolle Stiefel gegen einen 16-jährigen Skinhead zum Beispiel: Einflussnahme auf normgerechtes Verhalten, Disziplinierung und Verhinderung von Straftaten. Das Ziel wurde nie erreicht. Prozessbilder von drei jungen Rechtsextremisten. Seit Anfang der 80er Jahre gab es jugendliche Nazi-Gruppen. Anfangs Protestbewegung gegen die Zwänge des Regimes, später Schlägerbanden mit rassistischem Sendungsbewusstsein. Wenn überhaupt, fielen Urteile wegen Rauditums. Die wirklichen Motive waren dann doch zu peinlich. Sicher war der Staatssicherheit unsere Aktivität bekannt, über Jahre hinweg. Aber man hat uns relativ in Ruhe gelassen, weil DDR, einziger sozialistischer Staat auf deutschem Boden, wäre es natürlich ein Unding zuzugeben, dass dort rechtsextreme oder rechtsradikale Aktivitäten im Gang sind, dass dort Nationalsozialisten sozusagen überlebt haben oder nationalsozialistisches Gedankengut. Und deswegen hat man uns sozusagen eigentlich ungeschoren belassen. Als dann der antifaschistische Schutzwall in sich zusammenfällt, sind westdeutsche Naziführer unter den ersten, die gen Oder und Neiße marschieren, um sich wieder und wieder mit Gesinnungsgenossen zu vereinigen. Allen voran Kamerad Reiß und sein Männerfreund Michael Kühnen. Wir hatten schon Kontakt, da hatten wir schon, wo die Mauer noch da war. Wir hatten ja freigekaufte Häftlinge und die haben sich natürlich gleich uns angeschlossen. Aber am 9. November, wo die Mauer auf war, am 11. November war ich schon drüben mit Herrn Kühnen. Also wir haben gleich Kontakte aufgenommen, wir haben auch schon Strukturen gefunden, die zwar nicht gefestigt waren, aber die Ideen waren identisch mit unseren und wir hatten auch gleich eine Massenbewegung. Was war das für Sie für ein Gefühl, dieser Tag, als die Mauer fiel? Oh, der ist unbeschreiblich. Das ist ein Gefühl, man schwebt. In Leipzig und anderswo hat seither die Ganzkopfrasur Konjunktur. Ausgerechnet in jener Republik, in der sich Regimegegner meist durch wallende Locken und zottelige Bärte ausgewiesen hatten. Unter dem Rasierschaum sächselnder Rassismus. Ausländer ist für mich der letzte Dreck, den es gibt. Erstens gehören sie nicht unserer Rasse an. Also, wie sagt man so schön, sind nicht deutsch. Nee, die benehmen sich bei uns wie Schwein. 20. April 1990. Auf dem Alex feiern DDR-Nazis ungeniert Hitler-Geburtstag. Die Volkspolizei schaut nicht mehr weg, jetzt schaut sie nur noch zu, durch ihre Videokamera. Und West-Nazis triefen vor Euphorie. Wir haben einen jahrzehntelangen Druck auf den Leuten und dieser Druck versucht sich frei zu machen, ganz zwangsläufig. Das bedeutet, dass für unsere Szenerie ein explosionsartiges Anwachsen möglich, ich sage nicht, dass es so kommt oder so kommen würde, möglich wäre, gesetzt den Fall, man würde uns dann völlig freie Hand lassen. Und würde uns legal zulassen, so wie das in der BRD der Fall ist. 27. April 1990. Eine Antiterroreinheit der Volkspolizei stürmt ein von Rechtsextremisten bewohntes Haus in Dresden. Das Kommandounternehmen und vor allem das selbstgefertigte Video dazu sollen Kampfbereitschaft gegen rechts demonstrieren. Fauler Zauber. Vier Tage später reist Naziführer Kühnen, obwohl von westdeutschen Verfassungsschützern avisiert,
unbehelligt nach Eisenach, um die erste Großveranstaltung mit DDR-Nazis zu organisieren. Stolz zeigt Kühnen das Visum. Ich bin über einen kleinen Grenzübergang gefahren, den ortsansässige Kameraden ganz gut kennen. Und da war also nur ein kleiner Container. Die haben angeblich noch nicht mal Telefon und haben mich ganz normal rübergelassen. Ich gehe aber übrigens auch davon aus, dass auch ein Herrn Schönhuber oder ein Herr Dr. Frey oder ein Martin Musknug rüberkommen würden, wenn sie den Mut dazu hätten. Aber Schönhuber wollte Schau machen. Wenn man praktisch unter konspirativen Bedingungen versucht hereinzukommen, ist das inzwischen möglich. Und ich bin hier, wie versprochen, am 1. Mai. Das Kulturhaus von Nordhausen wird Schauplatz des Nazi-Kongresses. Angemeldet ist er als Versammlung der Freien Gewerkschaftsbewegung, eine Tarnorganisation der Kühnentruppe. Die Volkspolizei ist im Saal, schreitet aber nicht ein. Ich scheiß auf die friedliche Revolution! Friedliche Revolution haben ein Volk noch nie etwas genutzt! Und Freunde! Es hat mich überhaupt nicht überrascht, sondern es hat die These Michael Kühnens bestätigt, der vom massenpsychologischen Umkehrschluss sprach. Und seine These lautet dahingehend, wenn ein Regime korrupt ist und mehr oder minder aus sich selbst heraus zerfällt, dann wird die Bevölkerung in einer großen Masse die Alternative wählen und vorziehen, die vorher von diesem Regime am entschiedensten, am erbittertsten bekämpft worden ist und die ihrerseits auch in stärkster Opposition zum Regime gestanden hat. Erprobte Nazi-Recken wie der Österreicher Gottfried Küssel bringen den noch etwas ungelenken Hitlerjungen Ost bei gesamtdeutschen Kameradschaftsabenden das rechte Liedgut nahe, im 33er-Takt. Kennst du seine Farbe? Seine Farbe kennst du nicht? Ist sie schwarz und hässlich? Na ja, dann schlag ihm ins Gesicht. Das ist kein Mensch, das ist ein Arm. Denk nicht lang nach, mach einfach paff, das ist kein Mensch, das ist ein Arm. Denk nicht lang nach, mach einfach paff. Die Wiedervereinigung am 3. Oktober 1990. In Berlin vor dem Reichstag lässt der gesamtdeutsche Kanzler die Einheit zelebrieren. Im Meer der schwarz-rot-goldenen Fahnen schwimmt, schon nicht mehr zu übersehen, die Reichskriegsflagge mit. Das legale Banner all jener, die sich nicht trauen, die Hakenkreuzfahne zu schwenken. Noch nicht, jedenfalls. Eine ganz andere. Drüben hat man keine Arbeit. Drüben hat man nicht diese sozialen Leistungen wie bei uns. Leipzig in einem von Neonazis besetzten Haus. Eines von vielen in jenen stürmischen Tagen des Beitrittsgebiets. Die rechten Ossis sind noch etwas scheu, deshalb gibt der HJ-Führer West die Marschrichtung vor. Bald gehört die Straße im ganzen Reich uns. In Leipzig gehört sie uns. In Berlin wird sie uns bald gehören. In Hamburg auch. Deutschland! 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 Drüben ist die Situation eine ganz andere. Drüben hat man keine Arbeit. Drüben hat man nicht diese sozialen Leistungen wie bei uns.